Tennis wieder am Start. Hi Robin. Hi. Yo Sui. Ey yo, what's poppin', man? Hey Dima. Was geht ab? Hallo Jonas. Hallo. Hi Asen. Was geht ab? Hi Fong. Hallo, hallo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hallo Jan. Guten Tag. Hey Tim. Hi. Heute gut geschlafen? Ja. Bereit für ein paar Fragen? Ja. 5 Minuten vor der Zeit oder Ausreden suchen? 5 Minuten vor der Zeit Ausreden suchen. Vervollständige den Satz. Was geht ab? Crew Tennis wieder am Start. Ich bin ein... Richtig cooler Typ. Schon mal bei der Polizei gewesen und wenn ja, warum? Ja, ich war da tatsächlich Beamter. Dein bester Anmachspruch? Boah, Digga. Ey, bist du eine Gärtnerin? Mhm. Nein? Aber du sorgst dafür, dass man eine Gurke wächst. Sex oder Erfolg? Sexerfolg. Das erste Mal mit? Euch gemeinsam hier bei einem Interview. Ich brauche? Love. Geld. Boah, was zu essen und was immer eigentlich. Ich brauche euch alle und meine Family. Was wolltest du werden, wenn du groß bist? Immer wie mein Vater. I don't know. Rennfahrer. Ein Restaurant wollte ich. Sportler? Ich wollte mal Dinosaurier ausgraben. Astronaut. In der Schule war ich? Der einzige Schwarz. Fett. Erst zurückhaltend und schüchtern und irgendwann zum Klassenclown und habe jeden Tag bunte Hosen angehabt. Am Anfang ziemlich oft da und dann irgendwann nicht mehr. Beschreibe dich mit 3 Worten. Leidenschaftlich, engagiert und intuitiv. Nie wieder arbeiten. Jung, brutal, gut aussehend. Crazy, kreativ und ich rede viel. Witzig, tollpatschig, intelligent. Sehr rational, verschlossen, aber immer freundlich. Ich bin Chinese. Ich bin selbstständig. Stylisch oder bequem? Bequem. Eine Mischung aus beidem. Stylisch auf jeden Fall. Intelligenz oder Schönheit? Ja, auch eine Mischung aus beidem. Intelligenz. Schon. Nie wieder Nutella oder nie wieder Gym? Du musst erst die Frage verstehen. Nie wieder Nutella. Ich bin Nutella. Ich mag kein Nutella. Nie wieder Gym. Wann hast du das letzte Mal geweint? Boah. Ich weiß nicht, wann Titanic rauskam, aber da war das letzte Mal. Vor einem Jahr oder so? Ungefähr? I don't know. Schon länger her. Vor einer Woche? Vor 2 Monaten? Vor einem Jahr oder so? Vor 5 Jahren ungefähr. Vor einer Woche? Die Crew ist für mich? Mein Life. Familie. Ein Lifestyle. Family. Meine Familie. Bald hoffentlich eine Familie. Meine Family. Mein Leben. Primetime 20.15 Uhr im Fernsehen. Was ist deine Message? Mama, ich grüße dich. Macht den Fernseher auf und gönnt euch Crew 10 auf YouTube. Fuck you. Wie bitte? Nein, Schwein. Was geht ab? Crew 10 ist wieder am Start. Ich klatsche euch alle weg. Nein, kein Plan. Woher die Kraft? Auf jeden Fall nicht aus den Armen. Da. The brain. The brain ist die Kraft. Bist du eigentlich dumm? Was? Was? Bist du eigentlich dumm? Ja, Teilzeit dumm, sagen wir es mal so. Nein. Schon etwas, ein bisschen, ja klar. Hm. Ballern, was bedeutet das? Einfach 100% aus dem Körper. Und nicht flexen, rasieren. Das kann ich euch gerne zeigen. Aha. 1 Monat kein Handy oder 1 Monat kein Sex? Was ist ein Handy? Ich bin Influencer, ne? Also ich glaube, ich würde eher sagen 1 Monat. Ah. Beides doof. Tschüss, Handy. Du hast eine Superkraft. Welche ist das? Gedanken lesen. Teleportieren. Zeit anhalten. Aber nicht für mich, sondern für die andere, ne? Spider-Man. Crew 10 wird 7 Tage in einen Raum eingeschlossen. Was macht ihr? Ich würde sagen Bukake, aber wir haben keine Mädchen in der Crew. Ich glaube, Jonas wird mich auf jeden Fall befummeln. Boah, zu viele Sachen. Da kommt auf jeden Fall nichts Gutes bei raus. Vieles, es könnte sogar Tote geben. Instagram oder TikTok? Instagram. Mittlerweile TikTok.
Wie gehst du mit Hate um? Haters gonna hate, horses gonna horse. Was ist dein krassester TikTok? Den krassesten auf unserem Channel, der war sogar meiner. Da ist nur meine Stimme zu sehen, aber das war dieses Luf-Schnipp-Chi. Und jetzt dreht das rückwärts. Welche App ist bei dir unten rechts? Mail, hier. YouTube. Spotify. Insta. Instagram. Aber das Wichtigste ist tatsächlich Musik, denn ohne geht nichts. Was hast du als letztes gegoogelt? Porsche GTS. Deutsch, Englisch? Alltagsfloskeln. Emotion oder Information? Leider eher Emotion. Information, das bringt einen weiter. Eine Mischung aus beiden. Was würdest du an dir ändern? Boah, ist eine gute Frage. Das ist eine perfekt gute Frage. Ich habe hier eine ziemlich heftige Stirnfalte. Boah, meine Faulheit gerne irgendwie wegzaubern. Ich glaube, mehr Empathie zu empfinden für gewisse Menschen und Situationen. Weniger nachdenken, mehr machen. Reich sein bedeutet für dich? Zeit zu haben. Glücklich sein und dass meine Family glücklich ist. Einig und zufrieden sein. Ich glaube, das ist der größte Reichtum, den man erreichen kann. Was verstehst du am wenigsten? Wie Leute ihre Zeit unnütz verschwenden. Deutsch. Ich bin der Typ von morgen, weil... Ich die Welt verändern möchte. Wenn du eine Sache verbieten dürftest, welche wäre das? Religion. Kriege. Fette Kinder, die Leggings tragen. Du darfst das letzte Mal ein Lied hören. Welches wäre das? Auf jeden Fall von Sido, fühl dich frei. Also Freiheit bedeutet mir auf jeden Fall sehr viel. Wie kann man dich aus der Ruhe bringen? Wenn ich mir etwas vorgestellt habe, mir Gedanken gemacht habe und das klappt dann nicht so, wie es ist. Wenn jemand sich nackt vor mir auszieht. Heute schon gelogen? Nein. Gerade bestimmt irgendwann mal. Welchen Fehler wirst du nie wieder machen? Ich wäre nicht nochmal zur Polizei gegangen. Haus oder Porsche? Erst den Porsche, dann das Haus. Warst du schon mal enttäuscht von dir? Ja. Hast du schon mal richtig trainiert? Nicht immer. Schon mal einen Filmriss gehabt? Ja. Hast du dich schon mal mit einem Motorrad abgelegt? Ja, 2013. Wie viele Nüsse isst du am Tag? Gar keine, weil die anderen alle essen. PlayStation oder Arbeit? Eine Mischung aus beiden. Ihr wart nicht gerade erfolgreich im Fernsehen. Seid ihr immer so schlecht? Ich schon. Es geht auf jeden Fall besser. Ja, schauen wir mal. Gras oder Rasen? Gras. Was machst du, wenn du dein Bügeleisen vergisst? Oh, ich versuche es immer zu touchieren und versuche irgendwie das so anzuziehen, dass es trotzdem noch einigermaßen cool aussieht. Bachelor, Master, wann kommt der Doktor? Ah, Doktor ist mir eigentlich zu theoretisch. Wenn sich mal eine Möglichkeit ergibt in irgendeiner geilen Thematik, dann mache ich auf jeden Fall den Doktor, aber solange reicht mir der Master. Was bereust du am meisten? Nichts. Nichts. Alles cool. Warum liebst du dich eigentlich so sehr? Die Frage muss ich wohl doch nicht beantworten. Ich denke mal, ihr könnt mir die Frage am besten beantworten. Bist du in Ägypten braun geworden? Ich bin schwarz geworden, ob du es mir glaubst oder nicht. Würde man dich ohne Bart wiedererkennen? Nein. Ich sehe aus wie ein 16-jähriger Asylant, wenn ich hier reinkomme. Was ist das Wertvollste, was du hast? Meine Familie. Wie viel gibst du im Monat für Essen aus? Definitiv zu viel. Arm dran oder Bein ab? Bein ab. Morgens oder abends? Abends. Hast du dir schon mal was gebrochen? Nicht nur einmal. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Mal. Film oder fotografieren? Film. Welches Video macht dich am meisten stolz? Klimperschinken. Schinkenspezialitäten seit 1821. Ach so. Arbeitgeber oder Arbeitnehmer? Arbeitgeber. Wie viele Freundinnen hattest du schon? Oh. Wieso nur Bachelor und kein Master mehr? Die Q10-Jungs sind schuld. Die haben mir das Leben gezeigt. Bist du immer so pünktlich? No, no, bin ich nicht, nein. Warum die Maschine? Ich habe im Abi mir den Namen die Maschine gegeben, weil ich immer Maschinenbau studieren wollte. Und dann dachte ich, okay, die Maschine. Und dann dachte ich, okay, let's go, bin ich die Maschine, weil ich Maschinenbauer bin. Wann gehst du endlich auf die Bühne? Nächstes Jahr. Wirklich? Das habe ich letztes Jahr auch gesagt. Aber nächstes Jahr safe, Bro. Wieso hast du bei der Fernsehshow keinen Läufer? Ich habe mir mein Schienbein aufgeschlagen und ich konnte nicht laufen. Und ich wollte nicht mein Team gefährden, dadurch, dass sie die Millionen verkacken, aber haben im Endeffekt trotzdem verkackt.
Was stört dich in deinem Gesicht am meisten? In meinem Gesicht? Puh, wenn ich das Spiegelverkehr drehe, denke ich mir, ich bin der hässlichste Mensch überhaupt. Hast du Geschlechtskrankheiten? Nöp. Wer ist für dich der beste Filmmaker? Wer für mich der beste Filmmaker ist? Props gehen raus an Jonas Große Kappenberg, aber mach deinen Namen bitte kürzer. Warum redest du so viel? Rede ich? Wie kann man auf YouTube so unerfolgreich sein wie du? Indem man die falschen Leute hat. Wo wolltest du schon immer hin? Nach ganz oben, in der Videografie. Wie sieht deine Modelkarriere aus? Verläuft gegen null, aber abwarten. 100.000 Euro im Bar, würdest du dir deinen Kopf rasieren? Wo? Gib mir, ich rasiere jetzt! Sind deine Zähne echt? Ja, Bro. Die sind echt. Bei was wirst du schwach? Ärsche. Schöne Frauenärsche. Wem lässt du Grüße da? Meine Mama. Meine Familie und meine ganzen Friends. Allen unseren Zuschauern. Dimitri Tarasenko. Meiner Family. An meine Family und meine Friends da draußen, die immer an mich geglaubt haben. Euch allen natürlich. Allen, die das Video schauen, weil ja, die anderen kriegen es ja eh nicht mit.